Wollen Sie euer Fahrzeug vernünftig schützen? Dann schaut das Video. In dem Video werden wir euch vorstellen, warum werksmäßige Alarmanlagen und Wegfahrsperren so einfach zu überlisten sind, dass die Fahrzeuge verschwinden und am laufenden Band aufgebrochen werden. In dem Video werden wir euch vorstellen, welche Möglichkeiten es gibt, sein Fahrzeug abzusichern. Und wir werden erklären, worauf man achten soll bei einer nachträglichen Absicherung, damit sie auch was bringt. Hier haben wir einen nagelneuen BMW X1 Facelift. Dieses Fahrzeug kommt direkt vom BMW zu uns, damit der Kunde nie wieder Ärger mit Diebstählen oder Aufbrüchen hat. Natürlich hat das Fahrzeug werksmäßig eine Alarmanlage, hat auch natürlich eine Wegfahrsperre. Nur es ist bekannt, dass die Fahrzeuge trotz Alarmanlage und Wegfahrsperre verschwinden. Was kann man denn machen? Man kann das Fahrzeug nachträglich absichern. Das heißt mit einer nachgerüsteten Alarmanlage oder einer Wegfahrsperre oder einem Ortungssystem. Das Problem ist, dass die Alarmanlagenhersteller haben natürlich großes Interesse, so viele Systeme wie möglich zu verkaufen. Daher publizieren sie im Internet Einbauanleitungen, damit einfach jede Werkstatt weltweit eine Alarmanlage nachrüsten kann. Doch wo ist der Sinn einer nachgerüsteten Alarmanlage, wenn der Dieb weiß, wo die sich befindet? Denn das ist auch das große Problem der werksmäßigen Alarmanlagen. Die Fahrzeuge verschwinden tagtäglich, weil die Diebe ganz genau wissen, wo auch die serienmäßigen Alarmanlagen ab Werk verbaut sind. Und die gleiche Problematik hat man auch bei nachgerüsteten Alarmanlagen. Was kann man denn da machen? Denn die einzige Option ist, dass man das Fahrzeug individuell absichert. Wenn man das nicht tut, passiert das, was ihr in dem Video seht. So, wir haben ganz genau 7 Sekunden gebraucht, um eine nachgerüstete Alarmanlage, für die der Kunde viel Geld bezahlt hat, innerhalb von 7 Sekunden zu deaktivieren. Was heißt individuell absichern? Individuell absichern heißt, dass der Dieb von vornherein nicht wissen kann, wo sich was befindet. Man muss herausfinden, an welche Anschlusspunkte schließt man die Alarmanlage an. Die heutigen Fahrzeuge sind natürlich sehr, sehr komplex und Firmen, die sich mit allen Marken beschäftigen, kommen natürlich der Technik nicht hinterher, wenn man nicht nach den Einbauanleitungen der Alarmanlagenhersteller vorgeht. Woher soll man wissen, zum Beispiel, an welche Plusleitung geht man ran, damit sie die Batterie nicht leer saugt oder damit sie nicht abgeschaltet wird? Wo ist der richtige Kennmuss? Das ist leider alles nicht so einfach. Dennoch, wenn ihr euer Fahrzeug schützen möchtet, sollte euch das egal sein. Denn euch ist wichtig, wenn man für irgendwas investiert, dann sollte es auch ein Resultat bringen. Bringen in dem Fall, dass das Fahrzeug individuell abgesichert ist und dass das entsprechend vernünftig geschützt ist. Wie kann man sein Fahrzeug denn absichern? Wir können eine nachgerüstete Alarmanlage verbauen. Viele Alarmanlagen arbeiten ausschließlich über den fahrzeugeigenen Schlüssel. Damit wird das Auto geschärft und auch entschärft. Doch was passiert, wenn der Dieb den Schlüssel verlängert oder sich einen Schlüssel nachmacht? Dann wird natürlich auch die Alarmanlage, die man nachgerüstet hat, dadurch auch entschärft. Daher gibt es auch Alarmanlagen, die so mit sogenannten Driverkarten arbeiten. Das bedeutet, der Fahrzeugschlüssel alleine reicht nicht mehr aus, um die nachgerüstete Alarmanlage zu entschärfen. Das bedeutet, so wie hier zum Beispiel, ich setze mich ins Fahrzeug. Ihr seht, mit dem Schlüssel und diesen Driverkarten kann ich alles so benutzen wie vorher auch. Verstecke ich aber diese Driverkarten in einen Behälter, damit sie kein Signal mehr senden, dann habe ich folgendes Problem. Ich kann die nachgerüstete Alarmanlage ohne die Driverkarten nicht mehr entschärfen. Und der Alarm geht sofort an. Ihr seht, passiert nichts. Erst wenn die Driverkarten wieder da sind, nur dann kann ich die nachgerüstete Alarmanlage entschärfen. Wenn ich sie einfach mit mir haben würde, dann würde gar nichts passieren. Haben wir eben gesehen. Aber wenn ihr euer Fahrzeug im Ganzen schützen möchtet, dann reicht natürlich eine nachgerüstete Alarmanlage auch nicht aus. Denn die Wegfahrsperre von BMW wurde geknackt und ist relativ einfach zu überwinden mit den Geräten, was man im Internet kaufen kann. Deswegen haben wir bei dem Fahrzeug auch eine zusätzliche Wegfahrsperre realisiert. Die arbeitet ebenfalls über die Driverkarten. Habe ich die Driverkarten dabei und den Schlüssel, dann kann ich das Auto ganz normal starten. Wie gehabt, ganz original und wie ab Werk. Verstecke ich die Driverkarten aber in einen Behälter, damit sie kein Signal mehr senden, dann kann ich das Fahrzeug nicht mehr starten, obwohl ich den fahrzeugeigenen Schlüssel habe. Stattdessen, wenn ich das versuche, geht der Alarm an und das Auto lässt sich nicht starten. Nur wenn ich die Driverkarten wieder da habe, hört der Alarm an, auf und ich kann das Auto starten. Besser und komfortabler kann man sein Fahrzeug einfach nicht schützen.
Möchtet ihr eine Benachrichtigung haben, dass irgendwas mit eurem Fahrzeug passiert, eine SMS oder ein Anruf, ist das natürlich möglich. Man kann die Systeme auch mit einem Ortungssystem koppeln, was euch benachrichtigt. Doch wir sind unseren Kunden auch ehrlich gegenüber und sagen, jedes Ortungssystem der Welt, das BMW-Ortungssystem, was hier serienmäßig verbaut ist, das, was man nachrüstet, kann mit einem Störsender, den man sich im Internet für 80, 90 Euro kaufen kann, gestört werden. Dann heißt das, der Dieb kann an dem Fahrzeug machen, was er möchte. Ihr bekommt keine SMS oder keine Anrufe mehr. Daher macht es eher Sinn, zusätzlich zu der Alarmanlage einen Anti-GPS-Jammer zu verbauen. Das ist ein Sensor, der reagiert und löst einen Alarm an, aus, wenn der Dieb seinen Störsender aktiviert, wie in diesem Video. Dieser Sensor funktioniert so, sobald der Dieb einen GPS-Jammer aktiviert, dann läuft sofort ein Vollalarm. Ich werde das kurz demonstrieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns am besten per E-Mail oder ruft uns einfach an, damit einfach euer Fahrzeug vernünftig geschützt ist.